Weiter geht es mit einer neuen Folge Cyberpunk 2077. Wir haben das Spiel jetzt lange nicht mehr gespielt. Fast 3-4 Monate oder so, ne? Ja. Kam jetzt viel dazwischen, aber wie gesagt, jetzt werden wir wieder versuchen. Hey, wie? Ich habe Arbeit für dich. Es gibt da einen gewissen Gegenstand, der schnell vom Schrottplatz geholt werden muss. Anbei findest du die Details. Gut. Ich muss halt jetzt ein bisschen bei der Steuerung reinkommen, ne? Ist schon eine Weile her, Alter. Was haben wir denn hier? Kotflügel und Kofferraumklappe verrostet. Der Rest tut's noch. Okay, gucken wir mal. Noch warm. Der Motor lief vor kurzem noch. Neue Spule, neue Stecker. Jemand hat an der Nockenwelle gebastelt. Und was ist das hier? Jemand hat das Kühlgebläse gereinigt. Bremsflüssigkeit aufgefüllt. Aber mit Wasser. Neu, aber gebraucht. Sicher von einem anderen Schrotthaufen. Okay, genug gesehen. Hey, was zum... Finger weg von meinem Auto! Was? Nein, das ist mein Auto! Ach ja? Warum hat es dann hier vor sich hingerostet? Weil ich eine Panne hatte und... Und du es dann zurückgelassen hast? Und jetzt willst du es plötzlich zurückhaben? Richtig. Als ob. Hör mal, ich bastel schon seit einer Woche an der Karre und tu alles dafür, dass sie wieder läuft. Also, insgesamt ziemlich beeindruckende Arbeit. Ich dachte, das Auto wäre so gut wie hinüber. Hast es also nicht mehr gewollt oder gebraucht? Aber ich brauche es, damit ich die Stadt endlich für immer verlassen kann. Klingst verzweifelt. Warum willst du weg? Wenn du schon so blöd fragst, verstehst du es wahrscheinlich eh nicht. Komm schon. Erzähl einfach. Was gibt es da zu erzählen? Sieh dich doch um. Überall Dreck und Abschaum. Ich will hier nicht mehr leben. Gerade jetzt. Ja, keine Ahnung. Was sollen wir sagen? Ich gebe dir genug Geld für den Wagen, damit du einen neuen kaufen kannst. Aber... Er ist Schrott. Mhm. Mein Schrott. Na los, nimm das Geld, bevor ich es mir anders überlege. Danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Na gut, denk drüber nach, während ich eine Spritztour mache. Fahrzeug gekauft. Perfekt. Kann ich jetzt noch mit dir reden? Nein, na, Prinz. Nee, ich kann nicht mit dir reden. Gut. Steigen wir an. Ah, schnurrt wie ein Kätzchen. Damit kannst du zwar niemanden aufreißen, aber unter der Haube läuft wohl alles. Du hast ja keine Ahnung. Warte, bis ich auf die Tube drücke. Machst du dir keine Sorgen, dass... Ach, scheiß drauf. Bin sowieso tot. Drück aufs Gas, wie... Gut.
Keller. Wir müssen jetzt auf die Karte gucken. Wie war das jetzt noch hier mal genau? Nee. Das war das Rennen. Was war das? Machen wir das. Nee, das können wir auch nicht machen. Stimmt, warte mal. Aufträge. Durchsuche die Umgebung nach Informationen. Das machen wir. Das war ein Schrott, ey. Da komme ich nicht rein. So, wo links muss ich hier? Tütüt. Tütütüt. Beinahe tot gefahren. Aus dem Weg. Ey, das sieht hier so geil aus, ne? Jetzt hier mal links. Ihr seht, ich habe zu viel Call of Duty gespielt. Diese Mission haben wir ja schon gemacht, aber wir kamen irgendwie nicht weiter wegen irgendeinem Bug, keine Ahnung. Mal hier rüber. War das nicht hier? Ich glaube ja. Oh, 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 das tat weh. Hallo? Hallo? Hä? What the hell? Was ist das? Wieso bin ich jetzt gestorben? Alles klar. Das Spiel ist immer noch buggy. Richtig unnötig wieder gewesen. Es war mal wieder richtig unnötig. Richtig, richtig unnötig. Egal. Kann man nichts machen. Es ist, wie es ist. Alter, was ist das für eine Steuerung?
komme ich nicht rein. Hier waren wir ja schon, oder nicht? Das hätten wir. Jetzt sollen wir Regina eine Nachricht schicken. Wie? Bis dann. Bei wie? Denk dran, die Medien lügen. Nein, Mann. Wie? Bis dann. Bei wie? Denk dran, die Medien lügen. Ja, ich weiß. So, könnte ich jetzt bitte meine Nachricht schreiben? Danke. Wo ist Regina? Hier. Antworten. Gut, das hätten wir. Gut. Tütüt. Gut. Neue. Was haben wir hier? Gefahr ist sehr hoch. Was hätten wir hier? Gefahr ist auch sehr hoch. Wieso ist die Gefahr überall hoch? Verstehe ich halt nicht. Gefahr ist hoch, Gefahr sehr hoch, Gefahr auch sehr hoch. Gefahr ist mittel. Gehen wir nach hier hin und ich hätte gerne ein Auto und zwar das da. Danke. Wo ist mein Auto? Ja. Das heißt, es ist mal wieder 2,5 Kilometer fahren. Let's go! Was ist das hier? Polizist überfahren? Alles klar. Juckt mich aber nicht. Juckt mich überhaupt nicht. 2 Kilometer noch. Hier keine Leute totfahren. Danke.
jetzt wieder in die Stadt rein. Nee, komm, da gehen wir jetzt nicht hin. Karte. Was haben wir denn hier? Das ist nicht das schnellste Auto, merke ich gerade. Aber naja, wir wollen ja auch natürlich was von der Welt sehen. Wir sind ja auch gleich da, oder? Warum stehen jetzt hier alle? Die Welt ist halt schon geil, ne? Muss man schon sagen. Die Welt ist echt schon nice gemacht. Noch so ein Motherfucker, der mich töten will. Nö, hätte ich nicht. Ich habe ein besseres zu tun. Anstatt dem Bullen zu helfen. Vorsicht. So. Ich bin ein beschäftigter Mann. Nein. Wir sind nicht allein. Ich muss mich verstecken. Was los? Ciao. Okay. Also, fahrt fort. Wie? In der Nähe der Gym gibt es eine Passage, wo ständig Leute verschwinden. Finde heraus, was da vor sich geht. Und verschwinde nicht selbst.
So, was soll ich jetzt hier machen? Soll ich den besiegen? Das weiß ich gerade halt nicht. So, wo ist das nächste? Hätten wir. Erstmal jetzt alles nachladen. Hallo? Gut. Gut, das bedeutet erstmal die Umgebung nach allem untersuchen machen wir. Leute, das war doch mal eine erfolgreiche Folge, würde ich sagen. Was haben wir jetzt hier noch? Nichts mehr. Jetzt ist halt die Frage, wie komme ich jetzt hier raus? Okay, perfekt. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir machen jetzt doch einmal erstmal Regina die Nachricht. Da. Regina antworten. Senden. Ah, und wir können
Auf jeden Fall. Was Neues machen. Wir haben hier ein paar neue Waffen. Wir haben hier irgendwelche neuen Teile. Charakter. Werte. Charakter. Reflexe. Kampfmaschine. Vernichtung. Reflexe. Gib mir das. So, was haben wir hier? Gut, auf geht's. Gut, Leute, das war eine Folge, geht knapp jetzt eine halbe Stunde. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.